Magdalena Schulze, die Regionaldirektorin des UN-Entwicklungsprogramms UNDP Afrika, Aruna Esiakonwa. Und virtuell zugeschaltet ist uns die AU, Afrikanische Union, Jugendbotschafterin Chido Mpemba. Herzlich willkommen. Sie haben später noch die Gelegenheit für Fragen. Und jetzt beginnen wir mit dem Statement von der Ministerin Svenja Schulze. Ja, dir Chido, dir Ahuma, sehr geehrte Damen und Herren. Ein echter Dialog mit Afrika darf eben auch unangenehme Themen nicht aussparen. Und zu diesem Thema gehört ohne Zweifel das, was zu Beginn der Corona-Pandemie passiert ist, als die ersten Impfstoffe entwickelt wurden. Woran haben die reichen Länder als erstes gedacht? Natürlich an sich selbst. Sie haben Impfstoffe gehortet, statt sie weltweit zu verteilen, auch wenn genau das vernünftig gewesen wäre, um die Pandemie eben wirklich nachhaltig einzudämmen. Und als Entwicklungsministerin kann ich nicht versprechen, dass sich dieser Impuls bei der nächsten Pandemie nicht wiederholt, aber ich kann versprechen, dass wir entwicklungspolitisch alles dafür tun werden, dass Afrika dann einen eigenen Zugang zu Impfstoffen hat, dass afrikanische Staaten sich dann nicht mehr hinten in der Impfstoffschlange anstellen müssen, sondern selber produzieren können. Denn genau das ist der respektvolle Umgang, den wir miteinander brauchen. Respekt und Fairness, das ist die Haltung, die hinter der neuen Afrika-Strategie des Entwicklungsministeriums steht. Wir benennen offen unsere Werte, wir benennen unsere Interessen, aber wir hören auch zu, auch denen, die nicht schon der gleichen Meinung sind wie wir. Und so bauen wir Vertrauen, Partnerschaften auf, die uns in der neuen, in der multipolaren Weltordnung tragen. Warum lege ich heute eine Afrika-Strategie vor? Weil dieser respektvolle, dieser faire Ansatz in unserer sich verändernden Welt genau im deutschen Interesse liegt. Wir leben in einer Welt mit 8 Milliarden Menschen, davon rund 450 Millionen EU-Bürgerinnen und Bürger. Unser Nachbar Afrika hat heute 1,4 Milliarden Einwohnerinnen und Einwohner und bis Mitte des Jahrhunderts können es 2,5 Milliarden sein, ein Viertel der Weltbevölkerung. Afrika ist ein aufstrebender Kontinent, reich an natürlichen Ressourcen und Potenzialen, von Wind und Sonne für erneuerbare Energien und grünen Wasserstoff bis hin zu den landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Ein Kontinent mit wachsenden Mittelschichten, mit wachsenden Märkten, ein Kontinent voller Vielfalt, voller Potenzial. Und wir sind daher gut beraten, diese Nachbarschaft zu pflegen. Und wir sind in Deutschland und in Europa gut beraten, in der neuen multipolaren Weltordnung rechtzeitig diese Kompetenzen aufzubauen, die Kompetenz über Kontinente hinweg belastbare Allianzen, Netzwerke und Partnerschaften zu schließen und zu pflegen. Denn nur wer das kann, hat in einer multipolaren Welt noch Gestaltungsmacht. Wir brauchen dringend Partner über den Westen hinaus. Wie wir heute mit dem afrikanischen Kontinent umgehen, entscheidet mit darüber, wie er morgen mit uns umgeht. Und nicht ohne Grund bezeichnet Bundeskanzler Scholz Afrika als das neue Gravitationszentrum. Und darum ist die Haltung von Respekt und guter Nachbarschaft nicht nur moralisch richtig, sondern auch in unserem ureigenen Interesse. Und genau das ist das Kerngeschäft hier im BMZ. Es gelingt uns in der Entwicklungspolitik aufgrund der langjährigen Beziehungen, des so entstandenen Vertrauens, oft leichter als anderen, auch mit schwierigen Partnern Brücken zu bauen, gemeinsam Sichtweisen und Inseln der Kooperation zu erkunden, etwa in der Klimapolitik oder in der Gesundheitspolitik. Und dazu kommt, globale Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Wir haben gemeinsame Interessen bei der Bekämpfung von Klimawandel, von Artenverlust und Pandemien. Und dafür sind tiefgreifende globale Veränderungen nötig. Und darum ist das Ziel dieser Strategie, gemeinsam mit Afrika globale Strukturpolitik zu machen. Meine Damen und Herren, diese Strategie ist nicht im stillen Kämmerlein entstanden. Sie ist kein einsam formulierter Plan, in dem die einen entscheiden, was die anderen denn so brauchen. Diese Strategie ist das Ergebnis von vielen, vielen Stunden Dialog mit Expertinnen und Experten aus afrikanischen und aus europäischen Ländern. Und dazu gehört auch, genau hinzuschauen, was es bereits für lokale, regionale, afrikanische Ideen und Initiativen gibt. Im Zweifel unterstützen wir nämlich lieber die, als ein Rad ohne neuen Mehrwert zu erfinden.
Und darum stelle ich diese Strategie auch nicht alleine vor, sondern gemeinsam mit der Jugendbotschafterin der Afrikanischen Union, Chido Mbemba, und mit Ahuma Etsiakonwa von UNDP. Ich finde, das passt beides sehr, denn wir sprechen in Afrika über die größte Jugendgeneration aller Zeiten. Etwa die Hälfte der Menschen in Afrika ist unter 20. Und zwei zentrale Sätze aus der Strategie sind daher: Afrika wird das 21. Jahrhundert prägen. Welche Perspektiven die größte Jugendgeneration aller Zeiten bekommt, wird mit darüber bestimmen, wie sie ihre Kraft zum Guten entfalten kann. Es geht also darum, die Chancen, die mit dieser größten Jugendgeneration verbunden sind, für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen, auf junge Menschen zu setzen, die sich für politischen, für ökonomischen Wandel einsetzen. Und damit das gelingt, sind 25 Millionen zusätzliche Jobs in Afrika nötig, und zwar pro Jahr. Es sind Jobs, die den Unterschied machen zwischen Perspektivlosigkeit, Frust und Instabilität auf der einen Seite und Entwicklung, Innovation und Bewältigung von Krisen auf der anderen Seite. Ich höre jetzt manchmal kritische Stimmen, die Nase rümpfen über Wirtschaftsinteressen, die wir hier im BMZ verfolgen würden. Ja, selbstverständlich, das tun wir. Das ist auch genau das, was sich eben viele auf dem afrikanischen Kontinent wünschen, und zwar aus guten Gründen. Wir haben es mit einem gewaltigen Umbau bestehender und dem Aufbau neuer Wirtschaftssektoren zu tun. Der Ansatz, den wir mit dieser Strategie verfolgen, ist die Just Transition, also Klima- und Umweltschutz mit sozialer Gerechtigkeit und der Schaffung von guten Arbeitsplätzen zu verbinden. Kern der Afrika-Strategie ist es, neue Jobs zu schaffen, die erstens sozial und zweitens ökologisch wirken und drittens Frauen stärken. Dabei geht es um Klimapartnerschaften, erneuerbare Energien, grünen Wasserstoff, um nachhaltige, klimaangepasste Landwirtschaft oder auch um Infrastruktur. Zugleich geht es auch um mehr soziale Sicherungssysteme. Derzeit haben 80% der Menschen in Afrika noch keinen Zugang zu einer grundlegenden, formalen, sozialen Absicherung bei Krankheit, bei Jobverlust oder bei Klimakatastrophen. Da wollen wir gegensteuern mit sozialen Sicherungssystemen und mit Investitionen in die Gesundheitsinfrastruktur. Denn wir wissen, dass soziale Sicherung auch eine Grundvoraussetzung für gute Arbeit und faire Entwicklung ist. Auf Frauen zu setzen, ist ein weiterer bedeutender Hebel für gute Entwicklung und neue Jobs. Und darum werden wir den Anteil der neuen Projektmittel, die zur Geschlechtergerechtigkeit beitragen, Jahr für Jahr erhöhen. Wir unterstützen zum Beispiel die Affirmative Finance Action for Women in Africa, eine Initiative der Afrikanischen Entwicklungsbank. Sie erleichtert den Zugang zu Finanzierung, stärkt so afrikanische Unternehmerinnen und schafft neue Jobs. Oder ein weiteres Beispiel: Wir werden die derzeit bestehenden Reformpartnerschaften als Kooperationsmodell auslaufen lassen. Es gibt vielerorts dynamische Veränderungen, aber wir halten am bewährten strukturpolitischen Instrument der Reformfinanzierung fest, bei der wir Partnerländer unterstützen, selbstgesetzte Ziele zu erreichen und Mittel fließen, sobald verabredete Reformschritte dann auch wirklich erfolgt sind. Bisher war das eng fokussiert auf die Verbesserung des Investitionsklimas, und künftig soll der Fokus stärker auf sozial-ökologischer Transformation der Wirtschaft liegen oder dem Auf- und Ausbau sozialer Sicherungssysteme. Meine Damen und Herren, was folgt denn nun aus so einer Strategie? Diese Strategie wird jetzt im Ministerium, in den Ländern, in den Sektorreferaten, an den Botschaften in unseren 23 afrikanischen Partnerländern, in der GEZ und in der KfW und in vielen, vielen Partnerorganisationen umgesetzt. Sie ist der Rahmen für die Arbeit in diesen Ländern, für die Themen, für die Projekte, für die Programme und auch für die Finanzierung. Aber noch mehr als in der Vergangenheit wollen wir darüber hinausgehen und multilaterale und europäische Hebel nutzen, also mit unseren strategischen Überlegungen in die EU-Entwicklungspolitik, in die Weltbank, in die UN-Organisationen gehen. Deswegen freue ich mich auch, dass Ahuma heute hier mit dabei ist. Denn am Ende kommt es eben nicht nur darauf an, dass irgendwo jetzt eine deutsche Fahne klebt, sondern darauf, dass die Wirkung wirklich groß ist. Und es ist doch vollkommen klar, wir sind nicht die Einzigen, die sich in Afrika engagieren. Auch China, Russland, die Türkei, die Golfstaaten verstärken den Einsatz. Sie streben nach Einfluss, nach Rohstoffen, nach Märkten.
Konzepten. Und viele unserer afrikanischen Partner haben uns sehr klar gemacht, sie wollen keine Blockbildung. Sie wollen sich nicht wie im Kalten Krieg entscheiden müssen, zu welcher Seite sie gehören. Und wir wollen das auch nicht. Blockbildung, Abkopplung, Deglobalisierung. Alle diese Konzepte führen zu nichts Gutem, denn die globalen Herausforderungen unserer Zeit, die lassen sich nur mit Zusammenarbeit lösen. Deutschland und Europa sollten sich also darauf konzentrieren, selber attraktive Kooperationsangebote zu machen. Und nehmen wir da zum Beispiel Kobalt, an dem ja auch viele unserer Wettbewerber interessiert sind. Ja klar, auch wir benötigen Kobalt aus Afrika für unsere Energiewende. Unser Mehrwert ist, wir setzen uns gemeinsam für faire Löhne ein, für mehr Transparenz, für besseren Umweltschutz im Kobaltabbau. Kurz, faire Zusammenarbeit auf der Grundlage von Respekt und guter Nachbarschaft, das ist unser Angebot. Und ich freue mich darauf, es heute mit Ihnen hier, aber auch morgen mit unseren Partnerinnen und Partnern dann auch endlich öffentlich diskutieren zu können. Herzlichen Dank.